Wenn ihr noch günstige Coins zum Team of the Season braucht, dann checkt auf jeden Fall mal meinen Sponsor What's Gaming ab. Einfach eine WhatsApp-Nachricht an die eingeblendete Nummer schicken und dann geht's schon ab. Hype ist real und jetzt viel Spaß beim Video. An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute, Jungs, ist es endlich wieder soweit. SBC Road to Glory ist voll im Saft. Es geht wieder los. Wir haben versucht, alles zu verkaufen aus dem Verein, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Wir hatten ja noch Silberspieler, wir hatten noch alle Goldspieler und ihr seht natürlich auch im Hintergrund, was haben wir verkauft, wie haben wir es verkauft, wie teuer war es, haben wir Gewinn gemacht und ich muss wirklich sagen, ich bin echt überrascht. Hätte es so nicht erwartet, ihr habt relativ häufig geschrieben, dass wir in dieser Episode oder in den ganzen Packs nicht Gewinn machen werden. Aber ihr seht es selber, wir hatten am Ende 372.000 Münzen zur Verfügung. Heißt sozusagen, wir sind mit insgesamt 20.000 plus aus dieser Challenges rausgegangen. Und heute ist es was ganz Besonderes, denn heute werden wir es richtig krachen lassen. Wir werden heute insgesamt 8 Packs, darunter ist natürlich auch ein Premium Gold Set, weil wir Team der Saison Bonus Woche 3 noch mit abschließen. Aber wir werden auch 50k-Packs ziehen, 45k-Packs, 35k-Packs und. Und ihr seht es vielleicht jetzt schon gerade an der Bilanz 1-0-10. Woran liegt das? Es gibt eine Challenge, und zwar Brasilien-Challenge aus der Südamerika-Tour, wo man den Loyalitätsglitch braucht oder beziehungsweise Loyalität braucht. Und ich habe mir einfach gedacht, komm, wir nehmen das einfach mal als Experiment. 10 Ligaspiele, ich hau mir 10 mal selber ein Tor rein und quitte dann, um damit eine schlechte Bilanz zu bekommen. Und es wird ja gemunkelt, schlechte Bilanz, bessere Packs. Und das wollen wir heute unbedingt probieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn euch diese Folge gefällt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, gebt gerne einen Daumen nach oben, lasst gerne ein Like da. Ich würde mich freuen, ihr seid wieder eskaliert. 1000 Likes, überragend krankes Feedback. Ich würde mich extrem freuen, wenn jeder von euch einfach mal einen Daumen nach oben gibt. Und für alle die, die vielleicht sagen, nee, mir gefällt das gerade nicht so, ich gebe einen Daumen nach unten, schreibt mir wirklich gerne einfach mal in die Kommentare, woran liegt's? Warum gebt ihr einen Daumen nach unten? Was würdet ihr verbessern? Etc. pp. Unbedingt Glocke aktivieren. Das ist auch ganz, ganz wichtig, damit ihr wieder mal auf den neuesten Stand seid. Instagram, Twitter, meine Mannschaft unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn einfach mal die Mannschaft bei Facebook vielleicht ein paar Likes mehr bekommt. Vielleicht habt ihr auch Bock auf eine Instagram-Seite direkt aus unserer Mannschaft, von unserem Team, wo ich immer mal ein paar Videos etc. hochlade. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Jetzt geht's los. Wir schließen natürlich alles Mögliche ab. Wir fangen direkt mal an mit Team der Saison Bonus Woche Nummer 3. Ich zeige es euch natürlich im Überblick, was wir immer so bezahlt haben. Ihr könnt das Ding natürlich immer anhalten und nachbauen. Ist bei Foodbin insgesamt überall die billigste Lösung. Ja, Premium Gold Set aktivieren wir natürlich und holen uns erstmal Team der Saison Bonus Woche Nummer 3. Ich bin extrem gehypt auf dieses Video, weil heute gibt es richtig, richtig heftige Sets und ich bin extrem gespannt, ob wir wirklich mit einer niedrigen oder mit einer schlechten Bilanz bessere Packs ziehen werden. Des Weiteren schließen wir aus der italienischen Liga AC Mailand und den AS Rom ab. Auch hier seht ihr ungefähr den Preis, den wir hier bezahlt haben. Ich glaube, knapp 10.000 Münzen war es jetzt hier für AC Mailand, knapp 15.000 für, wenn mich nicht alles täuscht, die AS Rom. Aber send mal ab und hier bekommen wir zum Beispiel schon mal ein 45k-Set. Ist natürlich geil, schließen wir natürlich sehr, sehr gerne ab. Weiter machen wir dann mit dem AS Rom. Hier bekommen wir ein 35k-Pack, auch nicht ganz so übel. Schließen wir auch ab. Alisson, Vermaelen, Fazio haben wir am Start, genauso wie Mario Rui, Gerson, 2900, Strootman, Paredes, Resus, Grenier, Checo, Perotti, läuft auf jeden Fall. Auch das sendet man natürlich ab. Megaset ist in coming und jetzt gehen wir direkt weiter, denn wir haben noch eine fortgeschrittene SBC abgeschlossen und zwar die Südamerika-Tour. Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Uruguay. Hab da ein bisschen rumgestruggelt, was man noch machen könnte, wie es vielleicht noch billiger geht, aber es ging leider nicht billiger. Auch hier zeige ich euch natürlich auch wieder ein paar Leute, die ich sogar schon im Verein hatte durch das 125k-Pack, was wir damals an Tradable bekommen haben. Pereira geht man mit ab, Gomez, Buanotte und Correa und Vieto sind mit am Start. Auch hier bekommen wir nochmal ein Prime Gold Spielerset, auch hier nochmal ein 45k-Set. Sehr, sehr geil, wollte ich sagen. Brasilien machen wir weiter. Ja, Husten ist noch da, muss aber irgendwann mal weggehen. Weiter machen wir dann mit Brasilien. Hier bekommt man 35k-Set plus 1000 Münzen. Auch hier ist der Loyalitätsbonus eben angewendet worden. Ihr seht schon, wir haben überall 10 Spiele. Ich weiß nicht, was sie hier bei diesem Rincon gemacht haben. Also Renderfehler hoch 10. Ja, die weiße
Ja, weißer Hintergrund steht ihm jetzt nicht ganz so sehr. Luis Gustavo haben wir noch, Fernando als Erstbesitzer, Silva, Martinho, Giuliano, Leandro und Tyson, den wir vom ZOM in MS umgewandelt haben. Auch hier können wir natürlich das ganze Team absenden. Machen wir auch sofort weiter, machen wir dann mit Kolumbien. Hier bekommen wir ein seltenes Goldset plus 3000 Münzen. Ist auf jeden Fall auch nicht ganz so schlecht. Ich zeige euch natürlich auch wieder im Schnelldurchlauf, was wir bezahlt haben, wie das Ganze ging. Auch hier bei dieser Challenge, muss ich wirklich sagen, habe ich am meisten rumgestruggelt. Da hat das irgendwie nicht gepasst. Rechts die Seite, die bei Footbin eben kam, war ein bisschen teurer, als man eigentlich vermutet hat. Ja, liegt einfach daran, dass eben viele Spieler dann eben teurer waren. Hier bekommen wir nochmal ein 25k-Set plus 2000 Münzen, wenn wir Uruguay abgeben. Auch hier können wir das ganze Ding natürlich abschließen. Sillison, Nyon, Martins, Indy, Blind haben wir, Kongolo, Ramirez, McCarthy, Afelay. Ja, den spreche ich lieber nicht aus. Hernandez und Bufal. Auch das senden wir ab. Und jetzt geht es natürlich zu dem, was ihr unbedingt sehen wollt. Packs, Packs, Packs. Und richtig gute Packs sind dabei. Ich bin richtig gehypt, ob es wirklich funktioniert. Wir kriegen erstmal noch ein Trikot. Palacios speichern wir natürlich auch schon im Verein. Jetzt haben wir schon insgesamt 7000 Münzen eingenommen, nur durch die Rewards. Heißt sozusagen, wir brauchen noch insgesamt 65.000 Münzen, die wir hier aus diesen 8 Packs rausbekommen. Ob wir das schaffen, werden wir sehen. Wir öffnen das erste Pack. Premium Godset. Let's fucking go. Und das wird erstmal kein Walkout. Und es wird ein Non-Rare. Bis jetzt Experiment, schlechte Bilanz. Ist noch nicht so perfekt am Start, ja, aber Premium Goldset, darauf kommt es, denke ich mal, heute auch nicht ganz so sehr an. Wir haben noch Morales drin, Salze und ein paar Sachen, die wir auch noch verkaufen können. Ich speichere mal natürlich, wie ihr es kennt, alles im Verein und jetzt seht ihr das schon. Also das ist richtig heftig, ja, zwei 25k Packs, wir haben zwei 45k Packs, wir haben ein 50k Set und zwei 35k Packs. Wir starten direkt erstmal rein mit dem Premium Goldspieler Set. Let's go, drei seltene Spieler, auch hier wird es kein Team of the Season werden, ne? Sondern von Bayer Leverkusen Volland. 81er Gesamtrating. Geht klar, geht aber auch besser. Des Weiteren ist natürlich auch zum Beispiel Recordbreaker Chicharito zu ziehen. Es ist Man of the Match Mertesacker und sowas zu ziehen. Also es geht schon auf jeden Fall klar. Wir haben sehr, sehr viele Sachen. Des Weiteren drei Team of the Seasons mit der Super League, mit der Defi Shamal League, also mit der Saudi-Arabischen Liga und der Bundesliga. Weitermachen wir. Wir haben noch 6 Packs zur Verfügung. Let's go! Zweites Pack, was relativ gut ist. Und das ist schon mal eine 84-Plus-Schnuppe. Rechtsverteidiger von Real Madrid und das ist Carvajal. Auch hier nicht schlecht, ja. 84er Rating. Kriegt man auf jeden Fall ein paar Münzen raus. Können wir auf jeden Fall sagen, war ganz in Ordnung, das Pack. Drinkwater, Simon, naja, haben wir noch am Start. Ein paar seltene Verträge und ja, ein paar Trikots, ihr kennt das ganze Prinzip. Weiter machen wir dann, es geht los mit den richtig kranken Sets. 5 Sets, 2 Megasets, Prime Goldspieler Sets auch 2 und ein 50k Pack. Let's go, wir starten rein. Erstes Megaset mit der Nase, komm schon. Pack Luck muss am Start sein. Leider nicht, oder doch? Ja, die 35k Packs bei mir, die kleinen Schnuppen sind eigentlich normal. Aber Jungs, Pack Luck ist am Start. Kanté wird gezogen. Der ist, glaube ich, noch knapp 7.000, 8.000 Münzen wert. Und das ist natürlich für ein 35k-Pack nicht schlecht. Ja, also da haben wir schon mal definitiv das Pack rein. Des Weiteren noch Birki, Martin, Silvestre haben wir noch drin. Bertolacci, Rincon, Franke und so weiter und so fort. Die Verträge kennen wir natürlich auch alle. 3 Fitnesskarten ist natürlich auch nicht so schlecht. Und naja, als Duplikat, den packen wir definitiv erstmal ganz entspannt auf die Transferliste. Wenn natürlich EA möchte, dass wir das machen. Ne? Zurzeit hängt es ein bisschen, ne? Jetzt funktioniert's, okay, perfekt. Jetzt auf die Transferliste mit dir. Naja, zweites Megaset. Einfach hinterher bolzen das Ding. Wieder kein Walkout, wieder keine größere Sternschnuppe. Bis jetzt eine schlechte Bilanz. Geht noch nicht ganz so auf, ja. Adrian, 80er, Torwart. Geht auf jeden Fall klar. Ist aber auch nicht das, was wir sehen wollen. Wir wollen hier definitiv noch eine Special-Karte sehen. Bia noch dabei. Okay, es geht auf jeden Fall besser. Ihr kennt das ganze Prinzip. 4 Team-Fitness-Karten sind auf jeden Fall auch nochmal 4000 Münzen, die wir hier bekommen. Die 2 Bälle können wir erstmal auf die Transferliste hauen. Ob da was rauskommt, müssen wir mal gucken. Weiter machen wir natürlich mit den 2 Prime-Goldspieler-Sets. Mindestens 10 Gold, 6 seltene. Nichts als Spieler. Let's go! Kein Walkout. Wird's was Großes? Auch hier leider nicht. Innenverteidiger von Barca. Und das ist Mathieu. Ist in Ordnung. Sage ich aber, glaube ich, bei jedem Pack. Es geht aber immer besser, ihr wisst Bescheid. Ja? Podolski, Bernard, Johnson, Halilovic noch mit am Start und Wuitens als seltener Silberspieler. Ja gut, 2 Packs noch verbleiben. Ja? 50k Pack öffnen wir natürlich zuerst letztes.
Prime-Gold-Spieler-Set. Let's go. Einfach mal mit der Nase nochmal öffnen. Wieder kein Walkout. Wird's ein Team of the Season? Nicht mal ein 84-Plus-Spieler, sondern linker Mittelfeldspieler Shoa Senior aus der russischen Liga. Schlecht. Das Pack können wir auf jeden Fall vergessen. Vargas haben wir noch mit am Start. Könnte vielleicht ein bisschen was wert sein. Sané, gucken wir mal. Und Cagliolo. Cagliolo. Ja, doch, Cagliolo. Okay, Cagliolo ist auf jeden Fall mit im Pack gewesen. Ja, seltenes Spielerset. Jetzt geht's ab, Jungs. 50k-Pack. Volle Konzentration ist angesagt. Jetzt ein Walkout, jetzt ein Team of the Season. Irgendeine Special-Karte wäre sensationell. Wir wollen hier mit Gewinn rausgehen. Wir wollen vielleicht so schnell wie möglich die 400k auf diesem Account knacken. Let's go, 50k-Pack. Komm schon, bitte, bitte, bitte. EA-God, seid nett. Seid nett. 50k-Pack. Kein Walkout. Okay. Schlechte Bilanz hin oder her. Consigli. Also besseres Packluck hat man auf jeden Fall hier nicht. Ja. In einem 50k-Pack einen 83er zu ziehen, ist extrem bitter. Was haben wir noch drin? Carvalho, Canetes, Rugani, Bernard, Montero, Moses, Stones, Moreno, Brizuela, Almiron, Donza als Duplikat. Jungs, ich bin unzufrieden. Ich bin extrem unzufrieden, weil ich echt gedacht habe, ja, vielleicht ziehen wir heute unseren ersten Team of the Season hier auf unserem SBC-RTG-Account. Aber das ist leider nicht passiert. Und trotzdem, ja, müssen wir weitermachen. Wir werden natürlich alles verkaufen. Schreibt mir gerne auch unten gerne in die Kommentare, wie viele Münzen werden wir haben. 372.000 waren es am Anfang. Wir müssen natürlich mehr bekommen. Ich bin gespannt. Schaffen wir das? Ja oder nein? Schreibt so gerne in die Kommentare. Gebt gerne einen Daumen nach oben. 1000 Likes wären sensationell, wenn ihr das mal wieder auf die Folge rausballern würdet. Let's go. Ich bin raus. Immer smart und sexy bleiben. Vielen, vielen Dank für euren heftigen Support. Hashtag Supersteif. Gerne auch unten in die Kommentare. Ich bin raus. Euer Chris und ciao.